Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen in My Welt! Und damit herzlich willkommen hier an einem völlig verplanten Tag. Heute ist Montag, also wenn ihr das hier seht, gestern. Ich habe ein anderes Video gedreht, alles weg, ist irgendwie verschwunden, aber ganz ehrlich, kann mal passieren. Kommt vor, nicht so schlimm. Nichtsdestotrotz habe ich jetzt nur eine Dreiviertelstunde Zeit, um meinen ganzen Scheiß hinzubekommen, weil dann gehen wir picknicken oder sind da zumindest verabredet und ich weiß noch nicht, wie ich das hinkriegen soll, denn ich habe irre viel zu tun zurzeit und das ist auch der Grund, warum das hier jetzt kein normaler Vlog wird, sondern einfach ein Video, das mal kurz ein Status-Update gibt, mehr oder weniger. Anfangen muss ich auf jeden Fall mit Lieder, habe ich nicht. Mit Liederheften, die sind da unten drin. Die muss ich noch zusammentackern, weil wir fahren bald auf Seminarfahrt und wieder eine andere Geschichte, Alter. Ich weiß gerade nicht, wo mir der Kopf steht, aber ja, YOLO, erstmal die Dinger tackern. Ah, oh, Scheiße. Dann fängt's halt. Das ist so nicht durchdacht, was ich hier tue. So, beim letzten Mal wollte ich es euch mal kurz erklären und zeigen, was ich hier mache, weil ich mir jetzt dachte, irgendwie will ich euch doch vielleicht einen Mehrwert gewinnen lassen können, tun Dings. Ich habe vorher am Computer eben dieses Liederheft erstellt, zusammen mit der Paula. Und genau, das kann man später sogar direkt einfach als Broschüre drucken lassen. Und dann ist es so, dass wenn man das so faltet, eben dann kommen die Seiten in der Reihenfolge, wie man es erwünscht hat. Das heißt, ich kann sie jetzt eigentlich einfach einmal in der Mitte falten und dann zusammentackern. Das Problem ist nur, dass es eben nicht so einfach ist. Denn ein normaler Tacker kommt eben über diese Länge nicht drüber. Deswegen habe ich kurz dann recherchiert und beschlossen, die einfach so von hinten drauf zu jagen und dann von der Hand umzubiegen. Damit habe ich es quasi normal getackert, nur dass es viel länger dauert und umständlicher ist und wahnsinnig auf die Nerven geht, weil wenn das Teil verrutscht beim Draufhauen, also einmal man braucht Kraft zum Draufhauen, damit die Nadel durchkommt und wenn es dann verrutscht dabei, sitzt die Nadel krumm drin. Deswegen muss man da immer mega bei jedem Schlag aufpassen und manche Schläge dann fünfmal machen und es geht wahnsinnig auf die Nerven, wenn man gar keine Zeit dafür hat. Aber Alter, das lief jetzt sogar. Das Design ist übrigens noch geheim. Wenn ihr diesen Vlog seht, habt ihr anderen Leuten definitiv was voraus. Vorausgesetzt, jetzt seht ihn, wenn er rauskommt. Okay, ich biege das noch eben gerade und dann geht's rein zur nächsten Aktion. Und das ist meine Literaturarbeit. Im Rahmen von der Ausbildung muss ich eine Literaturarbeit schreiben. Ich darf mir das Thema zwar aussuchen, aber ich muss eben 15 Seiten schreiben und mich dabei auf alle möglichen Bücher berufen, die irgendwie in die Richtung passen und da schreiben, was die aktuelle Literatur so hergibt. Und das ist wahnsinnig zeitfressend und irgendwie auch ätzend. Mein Thema ist Theorie und Praxis in der Pflegeausbildung, also Probleme und Perspektiven. Wo sind die Probleme? Was funktioniert gerade in dem Austausch zwischen Theorie, also was wir in der Schule lernen? Inwiefern können wir das anwenden? Und das ist eben oft nicht der Fall und darüber schreibe ich halt die Arbeit. Das ist so ungefähr mein Thema und jetzt sitze ich hier und denke mir eigentlich habe ich keine Lust zu schreiben. Ich glaube, ich gehe doch nochmal raus. Ganz ehrlich, Leute, sowas muss manchmal sein. Und wirklich, wenn ihr mich fragt, wenn ihr auch solche Arbeiten oder irgendwie sowas habt, es wird einfach nicht besser, wenn man sich nur stresst. Ich mache heute nichts mehr dafür, ich lasse das. Heute ist nicht der Tag, um Literaturarbeit zu schreiben. Dafür mache ich dann morgen ein bisschen mehr, übermorgen vielleicht auch noch ein bisschen mehr und ich habe noch ein ganzes Wochenende. Aber es macht keinen Sinn, das jetzt heute hier reinzuquetschen. Das tut mir nicht gut und die Literaturarbeit wird dadurch erst recht nicht besser. Deswegen, manchmal muss man einfach einsehen, wenn der Tag dafür nicht ist. Und in den Fluss oder See springen geht sowieso immer. Hey Leute, wenn ihr das hier seht, dann geht los, springt in den nächsten Fluss, springt in den nächsten See, scheißegal. Das ist so befreiend und jetzt koche ich was Schönes. Und zwar, habe ich schon gesagt, ich muss Gemüse anbraten.
wieder top vorbereitet. Folgende Situation. Wir picknicken jetzt gleich noch draußen. Und halt jeder bringt irgendwas mit. Naja, jetzt brate ich auf jeden Fall ein bisschen Gemüse an, damit man ein bisschen was Leckereres hat als einfach nur Brot. Das ist okay und das ist gut, aber ich habe halt keine Zeit dafür. Außerdem bin ich, auch wenn es das Einfachste der Welt ist, einfach scheiße darin. Das ist so, Alter, die fühlt sich so eklig an. So richtig wabbelig. Ich bin gespannt, wetten, da kommt jetzt Schimmel einfach raus direkt in der Wolke. Na gut, wie soll das da in der Wolke rauskommen? Wunderbar fertig, nur mir ist die Box ein bisschen angeschmolzen. Egal, gehen wir mal zum Picknick. Ich bin eh schon viel zu spät dran, eine Stunde jetzt. Auf geht's! Wie ihr gesehen habt, sind wir gerade vorhin, es ist jetzt schon dunkel geworden, wir sind vorhin nochmal in den Fluss reingesprungen. Das ist mega geil, das war das erste Mal, dass ich da baden war. Ich bin sonst immer ewig weit gefahren und keine Ahnung, fand es hier nicht so geil. Es riecht auch ein bisschen, aber insgesamt mega cool und jetzt, ja. Jetzt haben wir gleich 24 Uhr, Montagabend und ich fange dann mal an zu schneiden. Wir haben es einfach noch ruhig ausklingen lassen. Tja, so ist es. Nächstes Mal, das Video habe ich sogar schon gedreht, das könnt ihr euch vielleicht drauf freuen. Ich habe mir ein bisschen Mühe gegeben, abonniert gerne den Kanal, macht die Glocke an, dann verpasst ihr das nächste Video nicht. Und ich schneide jetzt noch eine Runde, bevor ich ganz einschlafe. Leute, macht's gut.